Was ist eigentlich die größte Not der Gemeinde Jesu in Deutschland in dieser Zeit? Gerade gestern wurde ich wieder diese Frage gestellt, so oder ähnlich kommt es immer wieder mal vor. Worum geht es überhaupt oder was sagt der Geist Gottes der Gemeinde heute in dieser Zeit? Ja, was braucht die Gemeinde? Da gäbe es sicherlich viele verschiedene Antworten und die einen würden sagen, ja, wir brauchen attraktivere Gebäude, bessere Stühle, damit die Leute gut sitzen. Wir brauchen interessante Programme, abwechslungsreich und sehr professionell gemacht. Wir brauchen interessante, ansprechende Gottesdienste oder wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Mitarbeiter oder wir brauchen gute Presse. Wir brauchen gute Connections in die Regierungskreise, damit wir ein besseres Image bekommen. Da gibt es sicherlich viele, viele Antworten, die man so geben könnte. Meine Antwort ist eine ganz andere. Seit 25 Jahren reise ich durch die deutschsprachigen Länder und auch im Ausland und habe viele Gespräche gehabt mit Pastoren, mit geistlichen Leitern, viele Telefonate, viele E-Mail-Anfragen und meine Antwort wäre, was wir brauchen, sind Männer und Frauen Gottes voller Wahrhaftigkeit, voller Integrität, die Gott kennen, die Gott ernst nehmen, die ein verborgenes, geheimes Leben vor Gott haben, in ihrer Zeit mit Gott, in ihrem Herzen und die auf Gott ausgerichtet sind und die ihm gefallen wollen, die frei sind von Menschenfurcht, von Kompromissen, Menschengefälligkeit und gucken nach den Trends und gucken nach dem, was heute so geht und was akzeptiert wird. Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen geistliche Leiter, Hirten nach dem Herzen Gottes. Das ist eine Verheißung, die Gott gegeben hat in Jeremia irgendwo in Kapitel 3, glaube ich. Ich werde euch Hirten nach dem Herzen Gottes geben. Und das ist Gottes Anliegen und nur so wird der Level der Gemeinde wieder angehoben werden. Da ist so viel Verwirrung, so viel Durcheinander, so viel Sünde. Heute viel mehr als vor 20, 30 Jahren. Und wir hören so viele tragische Geschichten von Leitern, die gefallen sind, die abgestürzt sind, die dann nicht richtig irgendwie wieder in die Spur gekommen sind, die ihren Dienst verloren haben. Pastoren, die mit Lobpreisleiterin, Sekretärin durchgebrannt sind. Ehescheidungen, Unzucht, Unreinheit, Pornografie. So viele Sachen in der Gemeinde. Und das sind große Sprüche. Und wir wollen die Stadt erreichen, wir wollen die Nation bewegen. Und merken gar nicht, wie die Teenager weltlich gesinnt sind und in Scharen aus der Hintertür der Gemeinde rausgehen. Aber wir haben unsere großen Slogans und unsere großen Visionen und Träume und wollen relevant sein für diese Stadt oder für die Welt. Aber zuallererst muss die Gemeinde relevant werden für Gott, indem sie sich von ihm aufbauen und aufheben lässt auf sein Niveau. Die größte Not, die die Gemeinde Jesu hat, sind Leiter, die Gott kennen, die wirklich sein Wort kennen, nicht nur als Theorie, als Information, sondern die das lebendige Wort Gottes haben, die vom Geist Gottes selber gelehrt und geleitet werden und die nicht verwirrt sind und komische Antworten geben auf die Fragen unserer Zeit und die nicht beitragen zur Verwirrung des Volkes Gottes in Fragen von, ja, wie gehen wir mit der Ökumene um oder wie machen wir jetzt dies und wie machen wir jenes und wie stellen wir uns zur Homo-Ehe und all diese verschiedenen Themen, wo es so viel Durcheinander ist, wo so viel Verwirrung ist, wo so viel falsche Vorstellungen sind, falsche Ideen über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes, so viel Durcheinander. Und das Evangelium leidet. Es leidet, weil es unterminiert wird, seiner Kraft beraubt wird. Und es hat nicht diese Durchschlagskraft. Es kann nicht die Herzen berühren. Es kann nicht harte Herzen aufschließen für Gott, von Sünde überführen und motivieren, wirklich mit Gott zu gehen und alles auf ihn auszurichten. Da ist so viel Mangel in der Gemeinde, weil Mangel ist in der Leiterschaft. Und Gott will diesem Problem begegnen. Und er muss das tun durch sein Wort. Und ich möchte dieses Video benutzen hier, um ein besonderes Buch, was mir sehr auf dem Herzen ist, euch nahe zu bringen und hier mal vorzustellen. Das ist David Ravenhill, die Salbung Gottes erhalten. Salbung ist ein Begriff,
der zwar in der Bibel vorkommt und sehr, sehr wichtig ist, aber an vielen, vielen Stellen im Volk Gottes wird das nicht benutzt. So, was es bedeutet, ist die göttliche Kraftausstattung, um den Dienst, den geistlichen Dienst zu tun, in Verkündigung, in Seelsorge, in Leitung und Gemeindezucht und all diesen Dingen. Wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Und darum geht dieses Buch. Und dieses Buch macht ganz klar, die Grundlage unseres Dienstes sind nicht Gaben, ist nicht eine großartige Ausbildung, nicht beeindruckende Persönlichkeit oder rhetorische Fähigkeiten. Ja, oftmals wir verwechseln rhetorische Fähigkeiten mit der Salbung des Heiligen Geistes. Aber das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und es kann Leute geben, die keine großen rhetorischen Fähigkeiten haben. Aber wenn sie beten, wenn sie den Mund aufmachen, wenn sie ein Bibelwort vorlesen, dann ist die Salbung da und das scharfe Schwert schneidet und berührt die Herzen, geht durch die Herzen. Und dieses Buch zeigt, die Grundlage von wirklichem Dienst ist die Integrität und die Reinheit und der Charakter desjenigen, der diesen Dienst tut. Darum geht es in diesem Buch. Und das ist kein Thema, das heute gefragt ist. Also das ist jetzt die zweite Auflage. Die erste Auflage von diesem Buch. In 9 Jahren wurden im deutschsprachigen Raum 650 Bücher verkauft. Und das wird angeboten vom Glaubenszentrum in Gandersheim, so dass es nicht ein kleiner, unbekannter Dienst irgendwo in der Ecke, sondern das ist schon sehr, sehr bekannt in der deutschsprachigen Welt. 650 Exemplare. Ich frage mich, was lesen die Leute? Was interessiert die Leute? Wenn es nicht interessiert, wie wir fest werden, wie wir stabil werden, wie wir bewahrt werden vor Schiffbruch, wie viele Männer und Frauen Gottes in der Kirchengeschichte, auch in den letzten wenigen Jahrzehnten in der pfingstlich-charismatischen Bewegung, sind abgestürzt und haben ihren Dienst verloren. Warum? Nicht, weil sie nicht toll predigen konnten, nicht, weil sie nicht heilen konnten, sondern weil es im Charakter nicht gestimmt hat und weil dann die Ehe auseinandergefallen ist und viele, viele schreckliche Dinge da passiert sind. Pornografie und Unzucht und Machtmissbrauch und viele, viele schreckliche Dinge, die die Gemeinde schwächen. Und die Gemeinde muss stark werden, die Gemeinde muss wieder aufgebaut werden. Und dafür ist so ein Buch gerade richtig. Also wenn ich was zu sagen hätte, ich würde dieses Buch empfehlen, jedem Pastor, jedem geistlichen Leiter, jedem Jugendleiter, jedem Hauskreisleiter, und ich würde es zur Pflichtlektüre machen, so, du musst dieses Buch lesen und nicht nur lesen, studieren und ernst nehmen. Und ich bin so froh, dass wir jetzt eine zweite Ausgabe haben, seit kurzem. Und ich benutze dieses Video, um eben auf dieses Buch, auf dieses so wichtige Buch aufmerksam zu machen. Ich gucke mal hier rein in das Inhaltsverzeichnis und dann sieht man schon gleich, worum es hier geht. Das erste Kapitel ist über Abhängigkeit. Wir brauchen Abhängigkeit vom Heiligen Geist, dass wir nicht irgendwas Gutes tun, sondern das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Wenn ich da so Pastoren höre, wir bauen eine Megachurch. Ja, toll. Hat überhaupt Jesus gesagt, du sollst eine Megachurch bauen? Vielleicht ist dein Auftrag, eine Gemeinde von 50 Leuten zu bauen und du arbeitest Jahrzehnte und Jahrzehnte und du wirst nie mehr als 50 haben. Aber jedes Jahr gehen Leute in den geistlichen Dienst und du schickst deine besten Leute raus. Sie gehen als Missionare und als Gemeindegründer und als geistliche Leiter aus der Gemeinde raus. Aber deine Gemeinde bleibt bei 50. Das wäre gewaltig. Aber in den Augen von vielen Pastoren bist du dann ein Versager. Wir müssen abhängig sein von Gott und nicht irgendwas machen. Ich sah die Webseite einer großen wachsenden Gemeinde in Amerika und da hat sie versprochen, also wenn du ihr Gemeindewachstumskonzept übernimmst, dann wirst du mit Sicherheit, egal wie klein deine Gemeinde jetzt ist, du wirst mit Sicherheit eine Gemeinde von 1000 Leuten haben. Hallo? Ist das Abhängigkeit von Gott? Ist das, was Gott jedem Pastor versprochen hat? Man muss nur das richtige Rezept irgendwie anwenden und die richtigen Zutaten und dem richtigen Modell folgen und dann klappt es schon? Hallo.
Abhängigkeit vom Heiligen Geist, so wie Jesus, der gesagt hat, ich kann nichts aus mir selber raus tun, nur wie der Vater mich lehrt, so rede ich und ich tue nur die Werke des Vaters. Dann geht es um Intimität, unsere persönliche Beziehung mit Gott, Beharrlichkeit, Reinheit, 6. Kapitel Empathie und Mitleid, 7. Kapitel über Demut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es fast keine Literatur auf Deutsch gibt über Demut? Liegt das daran, dass wir das nicht brauchen? Liegt das daran, dass das Thema nicht so wichtig ist? Ihr Lieben, das Thema ist ganz, ganz vorne auf dem Herzen Gottes. Jesus war voller Demut und er sagt, wir sollen zu ihm kommen, wir sollen lernen, Demut und Sanftmut. Paulus sagt, zieht an, herzliches Erbarmen und Demut und Sanftmut. Stattdessen haben wir Leiter, die beeindruckende Persönlichkeit haben, gewaltige rhetorische Fähigkeiten haben, können eine große Gemeinde bauen. Und die Leute merken nicht, wie viel Härte und wie viel Kontrolle und wie viel Machtmissbrauch manchmal dahinter steht. Weil wir ja gar keinen Blick haben für Demut, weil wir gar nicht wissen, wie Demut aussieht. Woran erkenne ich einen demütigen Leiter? Wir haben da überhaupt ganz sehr komische und seltsame Vorstellungen. Demut ist so, so wichtig. Und es gibt hier ein Kapitel eben darüber. Dann Anbetung, Familie, der Feind, Integrität, Einheit, Ewigkeit. Und diese Einheit ist nicht eine Einheit, wie wir das heute in der Ökumene haben, auf dem kleinsten Nenner. Davon redet David Ravenhill überhaupt nicht. Und dann das Kapitel Ewigkeit. Wie dringend ist das wichtig, notwendig, dass der Heilige Geist uns die Augen auftut, dass unser Dienst hier auf der Erde nur ein paar Jahrzehnte währt und das ist die Vorbereitung für unseren eigentlichen Dienst, der dann kommt. Und das, was wir hier tun, bestimmt das Maß unserer Belohnung für die Ewigkeit. Wenn wir unseren Dienst tun ohne diese Ewigkeitsperspektive, dann sind wir wirklich arm dran und wir werden das Wichtigste verpassen. Also, das ist meine Werbung für dieses Buch David Ravenhill, die Salbung Gottes erhalten, im Sinne von, wenn man es bekommen hat, auch dann behalten. Der englische Titel ist viel interessanter noch. Da sieht man auch gleich, wie ernst das Thema ist. Der englische Titel heißt Surviving the Anointing, die Salbung Gottes überleben. Wenn Gott die Salbung gibt und wir gehen damit nicht ordentlich um, dann kann diese Salbung uns, unser Leben, unsere Zukunft, unsere Ehe total ruinieren. Samson war gesalbt. Er konnte wunderbare, mächtige Taten tun und ist jämmerlich geendet, ist gescheitert. Und in der Kirchengeschichte gibt es viele mächtige Männer Gottes, die dann doch gefallen sind. Und das will Gott verhindern. Und Gott möchte, dass wir Hirten werden nach seinem Herzen. Und darum müssen wir uns mit diesen Themen wie Reinheit, Abhängigkeit und Demut, wir müssen uns damit beschäftigen. Und wir bieten dieses Buch kostenlos an. Jedem, der dieses Video schaut und sagt, das ist ein Thema, da will ich was drüber lernen. Es gibt ja ganz wenige Bücher, die überhaupt solche Dinge ansprechen. Und deswegen empfehlen wir dieses Buch und wenn dich das interessiert, dann kannst du uns schreiben an info@handinhand.org. Die E-Mail-Adresse ist auch in der Videobeschreibung. Und dann schickst du deine Adresse dazu, sagst, ich habe das Video gesehen, ich möchte dieses Buch haben. Und dann schicken wir dir gerne ein Exemplar von diesem Buch kostenlos zu. Und wir beten hinterher, dass Gott dieses Buch benutzen möge, dich zu segnen, dir eine neue Tiefe, eine neue Ernsthaftigkeit, eine neue Entschiedenheit zu geben, so dass du dann auch wirklich deine Berufung ergreifen kannst und erfüllen kannst und ein Teil von Gottes Antwort wirst. Da sind so viele, die sind Teil von Gottes Problem. Und das wollen wir nicht und das will Gott auch nicht. Und deswegen müssen wir diese Dinge wie Integrität und Demut, wir müssen das ernst nehmen und wir müssen in diese Dinge hinein. Und das ist unser Anliegen von Hand in Hand. Viele, viele Jahre beten wir immer wieder diese Prophetie oder diese Verheißung, die Gott gegeben hat. Ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen. Jeremia 3, ich weiß nicht genau welcher Vers. Hirten nach dem Herzen Gottes, das ist, was wir brauchen. Und dieses Buch kann dir helfen, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. So, also um das geht es
in diesem Video hier. Ich danke fürs Zuschauen, seid gesegnet und bis dann nächste Woche dann zu einem neuen Video hier von Hand in Hand. Alles Gute, Gottes Segen, tschüss.